Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner für euer Reading aus dem Tarot für die zweite Novemberhälfte. Ja, meine Lieben, ich habe mich heute mal wieder zu einer Live-Legung entschlossen. Ich habe hier das Golden Rider Tarot vorbereitet und zur Klärung das Gilded Reverie Lenormand. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam schauen, welche Energien euch in dieser zweiten Novemberhälfte zur Verfügung stehen. Ganz wichtig bei den allgemeinen Readings, das sage ich immer vorher, weil es einfach doch natürlich immer neue Zuschauer gibt, die ich an der Stelle herzlich begrüße auf unserem Kanal. Es ist ja so, dass natürlich das nicht hier für jeden stimmig sein kann, der zuschaut. Ich frage vor jeder Legung, auch wenn ich jetzt gleich beginne, immer nach den Energien, die jetzt besonders dringend in unserer Resonanzgruppe, in unserer Heart and Soul Family gebraucht werden. Und deswegen spürst du ganz genau nach ein paar Minuten, gehst du mit den Botschaften in Resonanz, dann hat dir das Reading auch mit Sicherheit etwas zu sagen, ja. Oder aber du spürst bereits nach kürzester Zeit, das ist diesmal gar nicht mein Thema, dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, denn manchmal sind diese Legungen dann auch stimmiger, wenn diese Zeichen einer anderen Elementegruppe entsprechen. Ja, meine Lieben, dann wollen wir mal loslegen. Ich bitte jetzt mal zunächst aus dem Golden Rider Tarot um eine Hauptenergie, da fallen gleich zwei Karten. Ach du liebes bisschen, okay. Wir hatten bei den Luftzeichen in letzter Zeit schon immer mal diese Dreierkonstellation liegen. Also mein allererster Impuls war, dass diese drei Kelche hier symbolisch für eine Dreierkonstellation liegen könnten. Das heißt, du fällst ja hier selbst, ja, als Schwertkönigin. Wenn du als Mann schaust, darfst du es gerne als Schwertkönig sehen, denn in den allgemeinen Readings darfst du die Königs Karten sozusagen in den Geschlechtern anpassen, ja. Jetzt fallen hier die drei Kelche. Die drei Kelche, das ist eine Karte, die steht in Liebeslegungen sehr, sehr oft für eine Dreierverbindung. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass du einen Wunschpartner hast oder mit jemandem zusammen bist, der aber selbst noch gebunden ist. Oder aber du hast noch eine Bindung, ja, du bist nicht frei und bist aber mit jemand anderem in Beziehung oder möchtest gerne mit jemand anderem zusammen sein. Ja, also so könnte sich das hier zeigen. Wenn du jetzt selbst mit in die Hauptenergie fällst, dann darf ich davon ausgehen, dass es in dieser zweiten Monatshälfte für dich vor allem um deine Authentizität geht. Ja, denn es könnte sein, dass du dir über bestimmte Dinge klar geworden bist, das sehen wir gleich, oder klar werden wirst, die du vielleicht in der einen oder anderen Weise so nicht mehr möchtest, dann dein Schwert erhebst und sagst, ich gehe weiter. Denn wie du hier siehst, die Karten sind ja nicht umsonst so gefallen, du wendest den Rücken zu dieser Dreierkonstellation, ja. Wenn es bei dir überhaupt nicht darum geht, dann könnte es auch sein, dass du momentan ein bisschen frustriert darüber bist, dass sich die Arbeit an dir selbst nicht wirklich auszahlt. Denn die drei Kelche sind auch noch symbolisch für den Erntedank. Ja, das ist die Erntedankkarte im Tarot. Du siehst hier diese drei Frauen, die feiern sich selber, die feiern ihren Ertrag, den sie eingebracht haben, ja, nach der Ernte. Und manchmal, und das ist gerade im Kollektiv so ein bisschen vorherrschend, kommt ja gerade bei Menschen, die sich auf ihren spirituellen Entwicklungsweg gemacht haben, Frustration auf, wenn dieser noch nicht die Früchte bringt, die man sich vielleicht erhofft hat, ja. Also das heißt, du wendest dich hier ein bisschen ab von dem Erntedank und denkst dir vielleicht, wann kommt denn jetzt endlich mal die Ernte für das, was ich ausgesät habe. Also das wäre auch noch denkbar, da musst du jetzt mal für dich hineinspüren, was für dich hier vielleicht besser passt. Hier lasse ich das mal mit der Klärungskarte, es sind ja ohnehin schon zwei Karten gefallen. So, wir schauen uns jetzt mal hier oben an, aus welcher Energie kommst du eventuell aus dieser ersten Novemberhälfte.
Ja, gucken wir mal. Welche Gedanken, welche Gefühle waren hier vielleicht präsent? Ja, du hast dich scheinbar damit getragen, mit dem Gedanken getragen, eine bestimmte Situation zu verlassen. Passt jetzt natürlich sehr, sehr gut zur Dreierkonstellation, ja? Was an den 6 Schwertern bedeutsam ist, um die Karte wirklich zu verstehen, sind die Schwerter symbolisch für deine Gedanken. Also das heißt, das ist keine leichtfertige Entscheidung, die du hier getroffen hast oder die du treffen möchtest, sondern du hast auch viel darüber nachgedacht. Doch diese beiden Menschen, die hier in dem Boot sitzen, das ist eine Mutter mit ihrem Kind, ja, hat diesen Mann dazu beauftragt, sie an ein anderes Ufer zu bringen. Du siehst hier auch, das Wasser sozusagen am alten Ufer ist hier rau und wild, ja. Sie machen sich auf in ruhigere Gewässer. Also es könnte in deinem Leben eine Situation geben, vielleicht eben so eine Dreierbeziehung, Dreierkonstellation, die dir schwer im Magen gelegen hat oder noch immer liegt. Und du bist dir in der Vergangenheit zunehmend bewusst darüber geworden, dass es hier darum geht, diese Situation zu verlassen. Ja, ich sagte vorhin noch, auch die Karten liegen nicht umsonst so da. Du drehst dem Ganzen den Rücken zu. Wir schauen jetzt mal, ob wir noch eine Klärungskarte bekommen. Ja, und genau das scheint deine schicksalhafte Aufgabe zu sein. Hier fällt das Schicksalskreuz. Ist für mich auch immer ein Anzeichen, dass es natürlich jetzt sehr stimmig sein könnte, wenn du dich in einem Seelenpartnerprozess befindest, ja. Vielleicht hast du einen Seelengefährten oder eine Seelengefährtin, die oder der noch gebunden ist. Und es ist jetzt deine Aufgabe in diesem Prozess, diese Situation zu verlassen, ja, authentisch für dich einzustehen, deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse auch zu kommunizieren, ja, gerade hier als Schwertkönigin oder als Schwertkönig mit erhobenem Schwert sagst du ganz klar, so möchte ich das oder so möchte ich das vor allem nicht mehr, ja. Also das Kreuz hier kommt mir vor, als hättest du bereits die Aufgabe erkannt, eine bestimmte Situation in deinem Leben hinter dir zu lassen, weil sie dir nicht gut tut, ja, also so nehme ich das wahr. Wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze für dich weiterentwickeln könnte im Laufe dieser 2. Monatshälfte. Da wollte sich schon gerade eine umdrehen, aber die ist dann doch wieder reingesprungen. Jetzt haben wir wieder 2 Karten hier aus dem Tarot. Ja, das passt ja jetzt auch wieder wie die Faust aufs Auge zu einer Seelenpartnerschaft. Wir haben hier eine der Seelenpartnerkarten im Deck. Das sind die Liebenden und wir haben die 10 Schwerter. Die Liebenden zeigen hier dieses Paar, ja, das sich noch nicht an den Händen hält. Also im weitesten Sinn könnte es bei dir tatsächlich um eine Wunschpartnerschaft mit einer Dreierkonstellation gehen. Und gerade in diesen Verbindungen, wo es noch andere, dritte, beteiligte Personen gibt es ja immer um die Frage, was tue ich, wenn sich der andere Mensch nicht für mich entscheidet, ja? Vielleicht sagt er mir, ich bin total unglücklich in meiner Beziehung und ich weiß, ich werde mich irgendwann trennen. Aber das sagt er vielleicht schon lange Zeit, ja. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, und das ist auch deine schicksalhafte Aufgabe dann, eine klare Entscheidung für dich selbst zu treffen, ja. Die Liebenden implizieren, dass wir aus reiner Selbstliebe heraus eine Entscheidung für unser höchstes Wohl treffen. Und da scheint es jetzt für dich vonnöten zu sein, eine bestimmte Situation wirklich endgültig zu beenden. Ja, die 10 Schwerter, die 10er-Karten im Tarot, die vollenden einen Zyklus, die sagen, hier ist kein Wachstum mehr möglich, hier muss es einmal zu einem kompletten Ende kommen, denn sonst wirst du nicht glücklich werden, ja. Also so nehme ich das wahr. Ich gehe jetzt gar nicht mehr auf den anderen Fall ein, ja, dass es hier darum geht, dass du vielleicht so ein bisschen frustriert bist, weil du deine Ernte noch nicht sehen kannst. Es liegt hier eine Dreierkonstellation. Es liegt vielleicht eine Seelenpartnerschaft. Wie gesagt, wenn du jetzt damit nichts anfangen kannst, dann ist es natürlich jetzt nicht so schön. Dann tut mir das ganz arg leid, aber ich kann jetzt auch nichts anderes deuten, als hier fällt. Deswegen ist es in den Live-Legungen für euch ja auch immer mal interessant. Es möchte dieser Fall jetzt hier auf den Tisch und dann ist es vielleicht für 3 oder 4 von euch wie ein persönliches Reading, ja,
Und vielleicht sagen 80% der Zuschauer, nee, was soll ich mit dem Reading anfangen? Ja, deswegen habe ich euch vorhin gesagt, dann schau dir bitte gerne die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht. Aber ich kann es nicht anders deuten, als es hier liegt. So, meine Lieben, dann schauen wir mal, wie könnte sich das denn weiterentwickeln in Richtung Monatsende und schon im Hinblick auf Dezember. Da bin ich jetzt selbst gespannt. Es liegt ja bis jetzt eine sehr große Klarheit im Kartenblatt, ja, dass du sehr, sehr entschlossen bist, das hinter dich zu bringen, was dich da belastet hat. Ja. Oh, jetzt muss ich mich einmal bücken. Da fällt der Ritter der Stäbe, den sehe ich schon unterm Tisch. Ja, der Ritter der Stäbe. Da bin ich jetzt auf die Klärungskarte gespannt und dann auch auf die Karten hier oben, denn auch da frage ich dann nochmal, wie könnte es weitergehen. Ich hoffe jetzt auf den ersten Blick nicht, dass das dein Seelenpartner ist, der dann doch wieder es schafft, dich umzustimmen. Denn der Ritter der Stäbe, das ist einer, der mit großer Leidenschaft, mit viel Feuer, ja, ins Leben reitet, aber leider verabschiedet er sich auch ganz schnell wieder. Und gerade dann, wenn es bei dir vielleicht um eine Dreierkonstellation geht, ja, und dieser Ritter der Stäbe in seiner noch bestehenden Beziehung auch sexuell zum Beispiel nicht wirklich erfüllt ist, ja, aber der Sex mit euch sehr, sehr gut ist, könnte es durchaus sein, wenn er merkt, du könntest dich jetzt wirklich mal dazu entschließen, dieses Kapitel hier zu beenden, ja, dass er dann schon mit großen Komplimenten, mit viel Leidenschaft, mit Feuer nochmal in dein Leben rauscht, um natürlich auch zu versuchen, dich umzustimmen, ja, also das ist denkbar. Bin dann gespannt, was hier auf die Position von außen fällt, aber wir bitten erstmal um eine Klärungskarte zum Stabritter. Natürlich könnte es sich auch um einen ganz neuen Mann handeln. Ja, aber das passt ein bisschen mehr dazu, was ich erst gesagt habe. Der fordert dich dann nämlich heraus, in deiner Stabilität zu bleiben. Das Haus im Lenormand steht für Stabilität, für ein gesundes Fundament, das wir haben, für unsere Werte, für unsere Prinzipien, ja. Und hier rät dir die Legung eigentlich jetzt, vor allem mit der gefallenen Klärungskarte, bleibe standhaft, ja. Also wenn dieser Stabritter versuchen sollte, dich hier nochmal zu bewegen, deine Meinung zu ändern, dann solltest du erstmal wirklich standhaft bleiben, dich zurückziehen in dein inneres Zuhause, genau reflektieren, ja. Vielleicht sagt er dir auch, das kommt mir jetzt so in den Sinn, es hat sich etwas geändert, ja, er will sich jetzt trennen, ja, diese Dreierkonstellation findet ein Ende, dann überprüf das auch erstmal, ja, und warte mal ab, was passiert, ob das dann, wenn du ihn jetzt erstmal zurückweist und sagst, nö, ich habe dir gesagt, so möchte ich das nicht mehr, ob das dann auch so bleibt. Also das wäre hier der Rat der Karten. Jetzt bin ich gespannt, wir fragen mal, was kommt eventuell im Außen auf dich zu? Da wäre der Ritter der Stäbe natürlich jetzt sehr passend gewesen. Wir gucken mal. Was kommt denn im Außen auf dich zu? Vielleicht bekommen wir ja da einen zusätzlichen Hinweis. Von außen. Was passiert in deinem Umfeld? Oder was kommt von außen auf dich zu? Ja, die Karten springen ein bisschen zäh. Manchmal ist es auch so ein Zeichen, dass wir da nicht zu viel Informationen bekommen. Schauen wir mal, was fallen möchte. Ja, der Herrscher, eieiei. Also dieser Ritter der Stäbe, der könnte tatsächlich großen Einfluss auf dich haben, ja. Ich muss auch sofort spontan an ein Vaterthema denken, das für dich nochmal auf den Tisch kommen könnte. Gerade Frauen, ja, und ich spreche da vollkommen aus eigener Erfahrung, aufgrund meiner eigenen Geschichte, die einen sehr dominanten Papa hatten und die als Kind, das sind eben meistens Frauen, die dem Papa immer wieder beweisen wollten, ich bin ein gutes Kind, ich bin ein braves Mädchen, ja, die ziehen oftmals natürlich vollkommen unbewusst Männer an, die dieses Muster reaktivieren. Das heißt, das sind Männer, denen man dann auch gefallen möchte, denen man auch alles recht machen möchte, denen man signalisieren möchte, schau, ich bin die, die du eigentlich willst. Ich bin so, wie du dir eine Frau vorstellst. Und für mich ist der Herrscher und der Ritter der Stäbe hier identisch, ja?
denn er liegt hier im Außen. Er könnte also tatsächlich nochmal auftauchen und könnte mit großer Macht versuchen, dich hier zurückzugewinnen. Ja, vielleicht auch ein bisschen manipulativ. Ja, so nehme ich das wahr. Umso wichtiger ist es, in deiner Stabilität zu bleiben. Was mir hier auch in den Sinn kommt, gerade in den Seelenpartnerprozessen passiert es ganz oft, wenn sich der Loslasser dazu entschließt, ein Kapitel zu beenden, ja, dann wird der Gefühlsklärer oftmals richtig böse, richtig verletzend, ja. Also dann, ich habe das mit Micha selber sehr oft erlebt, ja. Ich war manchmal so weit, dass ich ihm gesagt habe, du, so möchte ich das Ganze nicht mehr, so geht's auch nicht mehr weiter. Ja, denn das ist niemandem gegenüber fair. Und dann kam von ihm aber nicht etwa eine verständnisvolle Reaktion oder eine liebevolle Nachricht, sondern dann hat er erstmal versucht, mich vollkommen einzuschüchtern, indem er mir irgendwie geschrieben hat, naja, mir war ganz klar, dass du nicht auf mich wartest, so tief kann die Liebe doch nicht sein. Oder naja, wenn du nach so kurzer Zeit, das waren dann ja schon ein paar Jahre mal angemerkt, ja, schon aufgibst, dann hast du dich ja kein Stück verändert. Und diese Nachrichten in dieser Herrscherenergie führen dann tatsächlich oftmals dazu, dass man zurückrudert, ja, dass man dann im Sinne dieses, ich bin doch das brave Mädchen, ja, wieder Zugeständnisse macht, sich's doch nochmal überlegt, doch nicht bei seiner Meinung bleibt, aus der tiefen Angst heraus den anderen dann wirklich endgültig zu verlieren. Ja, und das nehme ich hier so ein bisschen wahr, das könnte passieren. Wir fragen mal noch um Klärung oder bitten um Klärung zu dem Herrscher, ob ich da richtig liege mit meiner Vermutung. Warum ist hier der Herrscher gefallen? Ja, genau, er sagt dann beende ich das Kapitel. Ja, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Wie oft ich bei Micha dann doch mal gesagt habe, du, ich mag das so nicht mehr, das schreib mir jetzt nicht mehr, wir sehen uns auch nicht, wenn du nach Deutschland kommst, ich will das so nicht mehr. Dann hat er aber eine Nachricht geschrieben, wo dann sozusagen der Spieß umgedreht wurde, dass er das Ganze jetzt endgültig beendet. Und damit hat er mich natürlich eingeschüchtert, weil ich hatte mir erhofft, durch diese sehr klare und authentische Ansage würde er dann in sein Gefühl gehen und würde sagen, oh Gott, nee, das kannst du doch nicht machen und lass uns nochmal treffen und ich möchte mit dir reden. Aber nein, er sagt dann, naja gut, wenn das jetzt deine Entscheidung ist, dann hätte es sowieso keinen Sinn gehabt, dann sehe ich, du liebst mich gar nicht wirklich, dann ein schönes Leben noch, ja, oder gute Reise hat er mir mal gewünscht, ja, gute Reise. Das ist genau das, was hier passieren könnte und da ist es so wichtig, wirklich bei dir zu bleiben, in deiner Kraft, in deiner Stabilität, um hier nicht zurückzurudern. Und ich sage euch das wirklich von Herzen, weil ich das so oft bereut habe. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich dann einschüchtern lassen, ich hatte dann Angst, ihn endgültig zu verlieren, ich bin zurückgerudert, er hat die Herrscherposition dann erst recht ausgenützt, ja. Er hat dann meine Nachrichten, die ich daraufhin geschrieben habe, ich habe mich dann oft entschuldigt, ja, das war nicht so gemeint und. Das hat er dann oftmals gar nicht mal gelesen, ja, was mich natürlich wahnsinnig gemacht hat, ja, und ich habe dann zutiefst darunter gelitten. Was hoffst du und was sind deine Ängste? Ich bin gespannt. Was ist deine Hoffnung oder was ist deine Angst? Was möchte uns die Legung hier mitteilen? Ja, du hoffst auf einen Neubeginn und zwar für dich. Du hoffst, dass du jetzt aus diesem Kreislauf, der mit Sicherheit nicht schön war, ja, also ich glaube, dass du in der Vergangenheit hier einige Federn gelassen hast, wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst und du hoffst für dich, dass sich die Dinge ändern. Vielleicht hoffst du natürlich auch, das kann sein, gerade in den Seelenpartnerschaften ist diese Hoffnung natürlich groß, dass durch deine eigene Transformation und Entwicklung dein Seelenpartner ebenfalls in die Entwicklung geht, ja, so wie es jetzt bei Micha und mir der Fall war. Allerdings, und wer meine Videos oder unsere Beiträge kennt, der weiß, das Ganze konnte energetisch betrachtet nur passieren, weil ich wirklich komplett losgelassen hatte, aber absolut aufgegeben, ja. Aber ich glaube, du hoffst auf jeden Fall auf Neues in deinem Leben. Du möchtest das alles so nicht mehr, das zeigen hier die 6 Schwerter, das zeigen die 10 Schwerter und vor allem auch die Tatsache, dass du mehr und mehr in deine Authentizität findest und dieser Dreierkonstellation den Rücken zukehrst.
Wir schauen mal, ob noch aus dem Lenormand ein Impuls dazukommen möchte zum Ast der Stäbe. Warum ist hier das Ast der Stäbe gefallen? Kommen wir noch einen Impuls zum Ast der Stäbe. Ja, du hast auch Angst, ja. Du hast auch Angst davor. Das ist das, was ich gerade so ausführlich erklärt habe. Wirklich diesen Schritt ins Unbekannte zu machen. Einmal hier ein Kapitel komplett zu schließen und das auch so zu kommunizieren, das macht unglaublich Angst davor, der andere könnte dann endgültig verloren sein, ja. Also das sind Gefühle, da befindet man sich wirklich in einer Achterbahn. Einmal wacht man morgens auf und weiß genau, welche Aufgabe man vor sich hat. Man muss die Situation beenden, weil man natürlich auch spürt, wie einen das Ganze mitnimmt, ja. Und 3 Stunden später kann einen schon wieder eine unglaubliche Sehnsucht überkommen, dem anderen zu schreiben oder ja irgendwie Kontakt aufzunehmen oder zu gucken, was er macht, ob er online war oder ist, ja, etc. Einfach nur aus der Angst heraus. Dieser letzte Bindefaden, möchte ich mal sagen, reißt gar ab. Und wenn ich nicht die eigene Erfahrung gemacht hätte, ja, dann würde ich das nicht so deutlich kommunizieren. Aber ich kann euch nur sagen, aus meiner Erfahrung vom letzten Jahr, die meisten von euch wissen es ja, erst als ich diesen letzten Bindefaden ganz willentlich durchtrennt habe, Micha hat mir natürlich gute Vorgabe geleistet, ja, durch seine bösen Nachrichten und durch sein Verhalten hat er das natürlich mir in Anführungszeichen erleichtert, zu sagen, okay, so möchte ich den Mann gar nicht mehr. Ja, dann kann er gerne auch bei der anderen Frau bleiben, weil dann kann die sich ja mit ihm rumärgern. Ja, also so war das ja dann im letzten Jahr. Dann habe ich diese Angst verloren, weil mir klar war, so wie er jetzt war, so will ich ihn nicht mehr in meinem Leben. Aber eigentlich war ich all diese 20 Jahre in dieser Angst, was ist, wenn ich jetzt wirklich einmal endgültig diese 10 Schwerter hier auspacke und dann ist er wirklich weg. Und so geht es vielen von euch. Ich frage jetzt hier oben noch einmal, und da bin ich jetzt sehr gespannt hier, wie könnte sich alles in Richtung Dezember weiterentwickeln? Ich bringe diese Karten dann in Verbindung mit dem Ritter der Stäbe und dem Haus. Ja, du möchtest das nicht mehr. Super schöne Karte. Du weißt, dass das, wenn du jetzt wieder dich hier einwickeln lassen würdest, wenn du diesem Ritter der Stäbe nochmal eine Chance gibst, einen neuen alten Kreislauf zu eröffnen. Ja, ich rede nicht von einem komplett neuen, sondern ich rede von dem neuen alten Kreislauf, nämlich den hier in der Dreierkonstellation. Dass das deinem Seelenfrieden abträglich wäre und dass dich das auch ein Stück weit zurückkatapultieren würde. Und deswegen schaust du hier in die Welt, du schaust nach anderen Ufern, du weißt, da möchtest du nicht hin zurück. Das ist super und das zeigt auch, dass du hier in deiner Stabilität bleiben wirst, ja? Wir fragen mal noch um Klärung. Die ist wieder runtergesprungen. Gucken wir mal. Genau. Du ziehst weiter. Die Störche stehen für positive Veränderung und für Weitergehen. Ja, wundervoll. Meine Lieben, das ist ein ganz, ganz toller Ausgang für das Reading. Denn ihr bekommt hier die Bestätigung. Ihr werdet nicht zurückfallen. Und ihr lasst euch auch von der Angst, ja, der andere könnte euch dann hier vielleicht androhen, dann ist er ganz weg, lasst ihr euch nicht mehr einschüchtern. Ihr seid stark genug, trotz allem hier vollkommen bei euch und in eurer Kraft zu bleiben und zu sagen, nein, das, was hier gelaufen ist, das will ich so nicht mehr. Wow, also die beiden Karten, die sind super, super schön, ja. Ihr werdet diese Herausforderung meistern. Und wir fragen jetzt noch zum Schluss, was rät euch denn die geistige Welt? Was sagt denn die göttliche Führung dazu? Bin ich jetzt gespannt. Was sagt die göttliche Führung dazu? Welchen Rat erhaltet ihr noch aus der geistigen Welt? Lassen Sie sich heute ein bisschen bitten in eurem Reading. Da hat sich mal die Kelchkönigin umgedreht, aber die, weiß nicht, so richtig rausgesprungen ist sie nicht. Würde jetzt schön passen, ja, deinen Kelch für dich zu füllen und bei dir zu behalten. Mal gucken,
Da fällt wieder die Seelenpartnerkarte. Wir schauen mal, ja. Also sehr, sehr stimmig für die Seelenpartnerprozesse. Ja, es geht um deinen Selbstwert. Es geht um ein karmisches Thema. Dein Selbstwertgefühl ist hier in dieser Situation sehr, sehr, sehr getriggert worden. Ja, und hier reicht dir sozusagen die göttliche Führung per se, den goldenen Taler symbolisch für deinen Wert auf ihrer Hand und sagt, das ist deine Aufgabe, die du jetzt hier aus einem früheren Leben in diese Inkarnation mitbringst oder aber aus deiner Kindheit. Die sechs Kelche stehen auch symbolisch immer mal gern für die Kindheit, was natürlich jetzt super gut hier zum Vaterthema passen würde. Ja, auch im Zusammenhang mit dem Buch. Vielleicht hattest du einen Papa, der emotional sehr schwer zugänglich war, ja, der die Gefühle für dich nicht so zeigen konnte, wie du es dir gewünscht hättest. Ja, und hier sagt die göttliche Führung ganz klar, betrachte die Situation mal aus der Vogelperspektive und wisse, deine Aufgabe in diesem Prozess, in dem, was hier passiert ist und noch passiert, ist es, in deinen Selbstwert zu finden. Und ja, gerade in den Seelenpartnerschaften ist das ja die Aufgabe, die uns am meisten präsentiert wird vom Gegenüber. Wir schauen uns natürlich noch die Unterseiten der Decks an. Wow, ja, mit dem Schwertkönig, ja, natürlich jetzt auch sehr passend für die Seelenpaare, denn wenn in einer Legung beide, ja, König und Königin aus einem Element fallen, ist das oft das Seelenpaar. Aber selbstverständlich, wenn du jetzt als Mann zuschaust, soll es dir nochmal zeigen, dieses Reading ist nicht nur hier auf Frauen gemünzt, sondern das ist für dich genauso gültig. Was ich hier auch noch wahrnehme, ja, mit einmal der Schwertkönigin als Luftzeichen in der Hauptenergie und an der Deckunterseite als Gesamtenergie mit dem Schwertkönig. Es geht für euch, liebe Luftzeichen, im November jetzt noch um Authentizität. In euch hineinspüren, was möchte ich, was tut mir gut, was ist positiv für meinen Seelenfrieden, für mein Wohlbefinden und was raubt mir inneren Frieden. Was wühlt mich auf? Was lässt mich nachts nicht schlafen? Und da dürft ihr getrost das Schwert erheben und das aus eurem Leben entfernen. Ja? Und im Lenormand, ja, das Geschenk, ja, die Blumen, wunderschön, fällt ganz oft zurzeit diese Karte. Im Lenormand stehen die Blumen symbolisch für ein Geschenk und das passt so schön hier zum Rat der geistigen Welt. Auch wenn du bislang dieses Gefühl nicht hattest, es ist deine Aufgabe zu erkennen, dass du ein Geschenk bist für jeden Menschen, der dich in seinem Leben haben darf. Und gerade in Dreierkonstellationen, in Affären, in heimlichen Liebschaften wird ja dieses Selbstwertgefühl immer wieder angegriffen. Weil immer wieder sozusagen die Geliebte oder die dritte Person, die Frau im Hintergrund oder der Mann im Hintergrund, ja, nicht die Hauptperson ist, weil dieser Mensch immer wieder damit leben muss, dass der geliebte Wunschpartner sich täglich dafür entscheidet, mit einem anderen Menschen zu leben. Und da gerät man oftmals, was den Selbstwert betrifft, natürlich an seine Grenzen. Und deswegen finde ich das hier wunderschön, dass die Karte gefallen ist, die dir sagen soll, wenn hier vielleicht nochmal diese Gefahr aufkommt, dass dieser Mensch in dein Leben zurückkommt und dann vielleicht auch so ein bisschen sehr vehement, ja, darauf pocht, dich in seine eigene Wunschsituation zurückzuboxen, ja, dass du dann dich wirklich aufrichtest, die Schultern straffst und sagst, pass mal auf, ich bin ein Geschenk für denjenigen, der mich in seinem Leben haben darf. Und wenn du das nicht siehst oder wenn du einem anderen Menschen täglich aufs Neue den Vorzug gibst, dann ist es jetzt für mich an der Zeit, mich auf einen ganz neuen und eigenen Weg zu machen. Ja, meine Lieben, mir ist bewusst, war jetzt ein sehr spezielles Reading, hat jetzt wahrscheinlich nicht auf alle gepasst, aber umso mehr freue ich mich, wenn es bei dir gepasst hat, wenn du mir das vielleicht in die Kommentare schreiben möchtest. Denn das bestätigt mich dann auch immer, dass es tatsächlich so ist, dass die Energien hier in die Readings fallen, die im Moment, auch wenn es dann vielleicht mal nur für wenige Menschen gedacht ist, ja, aber die dringend gebraucht werden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald, die Uli. Tschüss.